Hello! Guess who's back? Back again. Miggy's back. Tell a friend. Leute, jetzt habe ich Lippenstift auf den Zahn. So, ich habe gefühlte 100 Jahre nicht mehr gefilmt. Jetzt bin ich wieder da mit nassen Haaren. Es hat sich nicht geändert. Nichts hat sich geändert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. I don't know. Aber ich freue mich, dass ich da bin. Und ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Gut, Leute, ich habe diesen Look geschminkt. Eigentlich ging es nicht um den Look selbst, sondern um die Foundation, die ich gerade trage. Und zwar die Dose of Colors Meet Your Hue Foundation. Ich habe diese Foundation in drei verschiedenen Farben. 103, 106 und 117. Und ich habe zuerst 106 und 117 bestellt, weil sah gut aus. Stellt sich heraus, dass 106 ein bisschen zu peachy pink für mich ist. Und 117 passte vor einer Woche noch ziemlich gut. Ich war ja im Urlaub und ich werde aber, Leute, das ist kein Witz, von Tag zu Tag heller. Ich werde immer heller. Oh, und ich war so dunkel. Ich war so schön braun. Also jede Hautfarbe ist schön, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist auch mal schön, wenn man wirklich am Bleichgesicht ist. Wenn man ein bisschen Farbe hat und ja, mein Struggle, ich werde sehr schnell braun, verliere die Farbe aber auch sehr schnell. Und weil die 106 nicht passte, habe ich dann die 103 bestellt, das ist ein warmer Ton, warm gelber Ton. Und das ist jetzt natürlich für mich viel zu hell, aber ich mische die beiden Töne zurzeit und so komme ich zu meiner perfekten Farbe. Und zwar, ich sage euch was, noch einige Sachen zur Foundation. Ihr seht dann eingeblendet, wie ich die Foundation aufgetragen habe. Und ich werde heute natürlich einige Check-ins machen. Ich habe die Foundation schon 5, 6 Mal getragen jetzt. Und ich habe schon eine sehr gute Meinung dazu. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, um wirklich alles aufzunehmen und euch zu zeigen, wie das ausschaut. Deshalb will ich nicht nur darüber reden, sondern ich zeige euch dann jeweils, wie die Foundation ausschaut. Bei der Foundation gibt es 6 verschiedene Shade Ranges. Einmal Fair, einmal Light Medium, Medium Tan, Dark und Deep. Und es gibt 42 Töne. Die Foundation soll sehr hoch pigmentiert sein, also eine Full Coverage Foundation. Sie soll ein Natural Matte Finish haben. Sie soll buildable sein, lightweight und long wear. Also, wir gehen jetzt gleich jeden Punkt miteinander durch. Die Foundation ist ziemlich, ich würde sagen, creamy. Also eher auf der flüssigen Seite vom Spektrum, nicht unbedingt fest. Eher flüssig, ist wirklich leicht. Also wenn man die Foundation so auf der Hand anschaut, dann denkt man, ja, wird eine leichte Coverage sein. Nope, full coverage it is. Also in meinen Augen, es ist natürlich immer so, für jeden ist Full Coverage was anderes. Für einige ist eine Medium Coverage, eine bezeichnete Medium Coverage und eine sehr starke Deckkraft. Und sie ist nicht so deckend wie jetzt zum Beispiel die Huda Beauty Foundation, die Faux Filter. Das ist ja wirklich mal Kleistermaterial. Also das ist wirklich Full Coverage. Das ist ein bisschen weniger Full Coverage, trotzdem aber auf der Full Coverage Seite. Ja, versteht, was ich meine. Ich habe es bereits schon angetönt, die Foundation ist sehr leicht. Also sie fühlt sich beim Auftrag sehr leicht an. Rein vom Auftrag her hätte man das Gefühl, dass es eine wirklich leichte Medium Coverage Foundation ist, weil man sie überhaupt nicht spürt auf der Haut. Ich schiele immer ein bisschen runter, damit ich nichts vergesse. Die Foundation hat, also sollte ein Natural Matte Finish haben.
heute Tatsache, ich bin heute nicht allzu happy damit, wie die Foundation aussieht. Ich habe heute extrem trockene Haut, also meine Nase ist so verdammt trocken. Seit ich mein Nasenpiercing gemacht habe vor 2 Wochen, ist meine Nase permanent trocken. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es geht mir voll auf den Sack und heute ist es gerade wirklich schlimm. Also, als ich die Foundation das erste Mal aufgetragen habe, dachte ich so, wow, also Natural Matte, wäre nicht dieser Meinung, weil bei mir sah es so Satin aus. Nicht unbedingt luminous, aber nicht matte. Und sie trocknet definitiv an, also wenn ihr sie aufträgt, nicht erschrecken, sie bleibt nicht so sticky oder so, sticky ist das falsche Wort, nicht so, ja doch, irgendwie sticky. Sie fühlt sich nicht sticky an, aber sie bleibt so sticky. Und dann trocknet sie runter und dann merkt man den Long Wear Effekt. Leute, wenn diese Foundation runtergetrocknet ist, dann macht es einfach, also, wie macht es? Es wird wie von der Haut, es fixiert einfach. Ich habe das so jetzt noch nie irgendwie gespürt, gesehen, gehabt. Die Fenty Foundation, mein Baby, oder? Die Foundation ist ja sehr flüssig und dann lässt sie sich auch so ganz leicht auftragen und trocknet dann ebenfalls an. Aber bei dieser Foundation hat man so das Gefühl, sie trocknet nicht, also sie trocknet nicht aus, komme gleich nachher dazu, sondern wirklich so, ja. This video is already all over the place. vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und ja, wenn sie runtertrocknet, bekommt sie eher ein bisschen ein mattes Finish. Aber nicht wirklich matt. Und heute ist die Foundation total matt. Liegt aber, wie gesagt, an meiner Haut. Heute habe ich extrem trockene Haut. Also ich habe auch in den letzten 2-3 Tagen nicht allzu viel Wasser getrunken, wenn ich ehrlich bin. Wer ganz, ganz trockene Haut hat, der kriegt schon ein mattes Finish. Wer normale Haut hat, kriegt schon so ein Satin-Finish. Also die Foundation ist nicht austrocknend matt. Und das wäre genau der nächste Punkt. Man liest ja manchmal so Natural Matte und denkt gleich, ah ja, Leute mit öliger, normaler Haut, die können das tragen, Leute mit trockener Haut nicht. Leute, ich persönlich habe gemerkt, dass ich matte Foundations mehr mag als Dewy Foundations. Im Normalfall, muss nicht sein. Und zwar, weil sie länger halten bei mir. Das ist der Punkt, sie halten einfach länger, that's the fact und das ist einfach so. Aber trotzdem ist es für mich mit trockener Haut sehr schwierig, Foundation zu finden, die nicht austrocknend sind. Diese Foundation ist das nicht. I love it. Ich finde, sie ist so schön auf der Haut, sie fühlt sich so gut an, sie hält den ganzen Tag und ja, ich kann sie nur loben. Gut, also High Pigment haben wir gesagt, Natural Matte Finish, ja, okay. Buildable, ja, absolut. Also die Foundation könnt ihr auch sehr stark ausblenden, dass sie eine leichtere Coverage hat. Ihr könnt sie aber auch wirklich so aufbauen, dass sie mega, also komplett deckend ist. Sie lässt sich sehr gut aufbauen, sie hebt die Schicht darunter nicht ab von der Haut, gibt ja solche Foundations. Und ja, Lightweight ist sie, Longwear, okay, der letzte Punkt. Sie hält und hält und hält und hält und hält den ganzen Tag. Meine Fenty Foundation, einer der Gründe, warum ich diese ja so liebe, ist, weil sie erstens bei mir wirklich mega schön ausschaut und zweitens, sie hält. Sie hält. Ob ihr schwitzt, ob es heiß ist, ob es feucht ist voraus. Russe. Ob es feucht ist draußen. Diese Foundation hält einfach so krass gut und wir haben hier einen Competitor gefunden. Diese Foundation hält, ich liebe es. Ich finde, sie wird mit der Zeit noch schöner. Also das ist eine typische Foundation, die beim Auftrag, sie sieht in meinen Augen, ich meine, ihr könnt der Judge sein, was meint ihr? Aber
Die Foundation schaut nach mehreren Stunden noch besser aus als zu Beginn. Ich habe mich verliebt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Foundation gehört neu zu meinen Top 5. Definitiv. Meine Fenty ist the best. Es gibt keine bessere Foundation. Diese hier kommt der aber sehr nahe. Also sie ist, ja, sehr ordentlich. Nein, ja, Leute, ich weiß nicht, habe ich irgendetwas vergessen? Ich glaube nicht. Ah, die Foundation kostet außerdem $36. Free international shipping on orders over $60. Also, ja, ich glaube so ungefähr ab 60 Franken Warenwert oder irgend sowas, 62, weiß nicht mehr auswendig, zahlt man Zoll. Also wenn ihr darunter bestellt, dann bezahlt ihr keinen Zoll. Sie haben jetzt mittlerweile auch so eine Chart, wo Referenztöne aufgelistet sind. Und das könnte euch vielleicht helfen. Das Doofe ist natürlich, ihr könnt die Foundation nicht testen, jetzt so wie in einem Laden reingehen, Shade aussuchen, sondern ihr müsst wirklich auf Swatches online gehen. Und ich würde sagen, dass ich ein ziemlicher Master bin im Shade Matching, auch online. Und ich habe es dieses Mal nicht geschafft. Also wie gesagt, ich habe jetzt 3 verschiedene Töne. Ja. Ich werde, Leute, heute Check-ins machen. Heute ist der 1. August, ein Nationalfeiertag in der Schweiz, oder der Nationalfeiertag in der Schweiz. Die Schweiz hat Geburtstag und wir gehen gleich zur Familie, ein bisschen essen, ein bisschen zusammen sein, ein bisschen chillen, hängen. Ja, und das wird sehr wahrscheinlich draußen stattfinden, also bin ich dann gespannt, wie dann heute mein Gesicht ausschaut. Ich möchte nämlich echt nicht, dass ich euch sage, ja, Top 5 und so, ich habe sie schon 5-6 Mal getragen und genau heute ist sie scheiße, weil das passiert, das kann mit jeder Foundation mal passieren, das liegt nicht nur an der Foundation, das liegt auch an eurer Haut und so weiter, an eurem Skin Prep und ich hoffe, das klappt heute gut. Damit ihr einfach mal seht, wie sie dann später auch ausschaut. Und ich komme jetzt noch ein bisschen näher. Ich habe natürlich keine Foundation um mein Piercing herum, weil es ist noch ziemlich frisch und ich möchte nichts irritieren. Aber vielleicht seht ihr, dass meine Nase jetzt ein bisschen sehr trocken ist, leider. Der Rest meiner Haut sieht aber mega, mega, mega schön aus. Flawless, sage ich nur dazu. Gut, zugetextet und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Nein, wünsche ich euch nicht, weil wir sehen uns nachher wieder. Aber ich wünsche euch natürlich immer einen schönen Tag. Hello, da bin ich wieder. Und zwar ist jetzt gerade 15.29 Uhr. Ich habe es leider vermasselt, wie die großen YouTuber, euch heute Morgen die Uhrzeit zu zeigen. Aber hier 15.29 heute Morgen habe ich meine Foundation um 10 Uhr aufgetragen, also sind jetzt gerade 5,5 Stunden vorbei und so schaut mein Make-up aus. Ich bin jetzt wieder nach Hause gekommen, also gerade jetzt. Wir waren ja eben bei einem Brunch und ich denke, ich trage die Foundation noch bis etwa 6 Uhr und dann werde ich mich vermutlich abschminken. Aber ich wollte mal kurz einen Zwischenbericht abgeben zur Foundation. Und zwar ignoriert mein Lippenstift, der hat das Essen nicht überlebt. Aber sonst meine Foundation, also für 5,5 Stunden, sorry, perfekt. Meine Nase sieht nicht mehr ganz so trocken aus. Das Einzige, das man ein bisschen sieht, aber das habe ich wirklich bei jeder einzelnen Foundation, das kriege ich nicht weg, sind meine Lachfalten. Also die sind leider jedes Mal, merkt ihr mein erstes Video so nach so einer langen Zeit? Ich kann nicht sprechen. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das spricht so für sich.
Ich habe sogar mit einem kleinen Kind, mit einem einjährigen Mädchen die ganze Zeit gespielt und ihr wisst ja, wie das so ist mit Kindern, die fassen einem ins Gesicht und alles und die Foundation hält und hält und hält. Bombastisch. Ja, wie gesagt, 3:30. Ich melde mich dann etwa um 18 Uhr zurück. Außer es kackt mich an und ich muss mich abschminken, dann melde ich mich früher. Hello, da bin ich wieder. Und hier mal wieder die Zeit. Total profesh. Wie das so die YouTuber machen? Nee, Quatsch. Es ist kurz nach 18 Uhr. Meine Foundation sitzt noch perfekt. Ich habe jetzt so, schaut wie Augenringe aus, aber meine Mascara ist ein bisschen, hat ein bisschen abgestempelt, weil ich habe kein Puder drauf heute. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, ich trage die Foundation seit 10 Uhr. Das sind jetzt 8 Stunden. Und ich dachte so, der Normalo trägt die Foundation während seinem Arbeitstag, unter der Woche, auch am Wochenende, aber ich meine jetzt nur, im Normalfall dauert ein Tag 8 Stunden. Klar, vorher noch zur Arbeit kommen und danach noch nach Hause, aber ganz ehrlich Leute, schaut euch an, wie krass diese Foundation noch aussieht, für das, dass ich sie 8 Stunden drauf habe. Und ja, ich finde sie, wie gesagt, mega schön. Ich kann sie total empfehlen. Und ich finde, dass sie auch preislich total okay ist. Also bei 36 Euro, nicht Euro, oh Mann. Kann ich es eigentlich auch noch? Bei 36 Dollar, ja, absolut im Durchschnitt, sogar ein bisschen günstiger. Und wie ich ja bereits schon erwähnt habe, bezahlt ihr Zoll erst ab irgendwie 60, 62 Franken. Das heißt, falls ihr eure Farbe findet, voilà. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video jetzt so gefallen hat. Ich habe das noch nie so gemacht. Ich hatte es schon häufig vor, mit solchen Check-ins zu filmen. Habe es dann aber nie geschafft, einfach weil es sich nicht so ergeben hat, dass ich dann wieder nach Hause kam und mich hätte setzen können. Und ja, bald kommt die Fenty Foundation raus. Ich kann es heute nicht mehr, also versuche ich es gar nicht mehr. Und ich plane, dasselbe Ding mit der Fenty Foundation zu machen. Gut, ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder da bin, weil jetzt arbeite ich ja 80%. Das heißt, ihr könnt jede Woche nun mit einem Video von mir rechnen. Leute, ich habe es einfach vermisst. Ich liebe es. Ich liebe es, Videos zu filmen und die Sachen zu testen. Und ja, also genug gelabert. Tschüss.